Yo, Freunde des Fußballs, willkommen zurück beim Soraya Bear. Hier dreht sich alles um Soraya. Xabi Alonso ist Trainer von Bayer Leverkusen und direkt kann man das erste Spiel mit ihm gewinnen. Er gilt jetzt als absoluter Hoffnungsträger und einige Spieler werden darunter natürlich profitieren, andere werden eher leiden. Wir schauen uns insbesondere in Bezug auf Soraya an, wer hier wirklich profitiert und wer eben nicht. Wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran. Und wenn du ganz neu in Soraya bist, check mal den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Da gibt es eine gratis Limited-Karte, wenn du 5 Karten über die Auktion ersteigerst. Auch wenn man gegen Schalke gespielt hat, die ja selber momentan in einer Krise stecken, würde ich schon sagen, dass das Team wirklich positiv überrascht hat. Und was auf jeden Fall auf den ersten Blick auffällt, ist, es gab eine Systemumstellung. Man spielt jetzt 3-5-2 und ich persönlich habe hier auf jeden Fall 4 ganz klare Gewinner gesehen. Um die wird es jetzt auch am Anfang gehen. Danach werde ich euch noch einen Spieler vorstellen, der ein bisschen mehr Risiko hat, der aber jetzt unter dem neuen Trainer auf jeden Fall auch durchstarten könnte. Und noch 2 Kandidaten, für die der Trainerwechsel vielleicht sogar negativ sein wird. Bleibt also unbedingt dran, wenn ihr das wissen wollt. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit den ersten Spielern. Der erste Spieler, den ich herausheben muss, ist Piero Hincapié. Das liegt einfach daran, dass er unter Seoane hauptsächlich links gespielt hat, er aber eigentlich gelernter Innenverteidiger ist und dort auch deutlich bessere Scores in der Vergangenheit abgerissen hat. Wenn ihr mal auf sein Scoresheet geht, seht ihr, diese Saison lief es überhaupt nicht, er hat sehr schlecht gescored. Wenn man ein bisschen zurückgeht in die vergangene Saison, sieht man aber auch, er kann deutlich Ausreißer nach oben haben. Es ist ein sehr junger Spieler, der noch viel Entwicklungsarbeit braucht, aber in der Innenverteidigung ist er auf jeden Fall zu Hause und hier wird er auch deutlich besser scoren, da bin ich mir sicher. Er hat auf jeden Fall auch die Nase vorne im Wettbewerb um den dritten Innenverteidiger. Deshalb denke ich auch, dass er gesetzt bleiben wird bei Xabi Alonso, was vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist. Last 15 ist er unter 38, beziehungsweise unter 40, also hat 38 Punkte. Ist also auch für Specialist einsetzbar jetzt am Anfang. Ich glaube aber, dass er seinen Schnitt deutlich erhöhen wird und dass man hier dann auch vielleicht Gewinn machen kann. Es ist nicht die billigste Karte, liegt halt auch einfach daran, dass er erst 20 Jahre alt ist und noch sehr lange U23 Utility hat. Aber ich bin da wirklich sehr davon überzeugt, dass er durchstarten wird unter Xabi Alonso. Den nächsten Spieler, den ich mit reinholen will, ist Charles Arangis. Der war ja am Ende dann ein bisschen außen vor. Hat hier bei Xabi Alonso auf jeden Fall auch den Vorteil, dass beide eben Spanisch sprechen und dass er sehr viel von ihm hält. Das ist kein Geheimnis, dass Arangis ein kleiner Favorit bei Xabi Alonso ist. Er hat jetzt auch letztens in einem kurzen Interview gesagt, dass ihn die Doppel-6 mit Andrich und Charles Arangis wirklich überzeugt hat. Das blende ich euch jetzt hier auch ein. Und Arangis hat auch in der Vergangenheit ganz gute Scores gemacht, wenn man hier in der Vergangenheit guckt. Er hat immer wieder Ausreißer nach oben. Er wird jetzt kein unglaublich krasser Scorer sein. Wenn ihr jetzt wirklich super angreifen wollt in die Tier 1, Tier 0 Rewards, dann ist er wahrscheinlich nicht so der Beste für euch. Wenn ihr euch aber jetzt ein Bayer Leverkusen Stack bauen wollt, dann kann er schon interessant sein, weil er halt relativ stabil seine Punkte holen kann, wenn er wieder gesetzt ist und wenn das Team auch dementsprechend gut spielt. Und dann gibt es noch 2 Spieler, die mich sehr positiv überzeugt haben und das sind einmal Moussa Diaby und einmal Callum Hudson-Odoi. Was bei den beiden halt super interessant ist, ist, dass sie auf Halbpositionen spielen, also so kleine hängende Spitzen sind. Weil unter Seoane war es noch so, dass sie wirklich auf außen festgeklebt sind und da wirklich auch festgefahren waren. Jetzt unter Xabi Alonso haben sie, glaube ich, deutlich mehr Freiheiten. So kam es mir zumindest vor. Natürlich sind sie immer noch öfter über außen zu finden, aber auch jetzt ein bisschen mehr in der Zentrale. Frimpong und Bakker können dadurch sehr gut überlaufen und stoßen selbst noch in den Strafraum mit vor. Dadurch ist da einfach nochmal ein bisschen mehr Wucht im Bayer Leverkusen Spiel mit drin. Deswegen glaube ich auch, dass bei den beiden wirklich hohe Scores in Zukunft kommen werden. Ich meine, Moussa Diaby hat diesen Spieltag schon 100 Punkte gemacht. 2 Assists, 1 Tor, hat überragend gespielt und das in gerade mal 64 Minuten. Der ist ja sowieso prädestiniert dafür, hohe Scores in Soraya abzureißen. Diese Saison lief es halt noch nicht so gut, aber ich glaube jetzt unter Xabi Alonso, wenn vielleicht der Positivtrend eintritt, dann werden die beiden auf jeden Fall sehr gut scoren. Wie zu Beginn des Videos angekündigt, habe ich noch eine kleine Risikopartie mit dabei, die sich aber sehr gut entwickeln könnte und das ist Paulinho. Paulinho ist jetzt wieder Teil des Teams, steht hier in dem Artikel. Er durfte jetzt auch endlich wieder spielen. Unter Seoane war er ja wirklich komplett außen vor, wollte ja auch unbedingt eine Vertragsauflösung erzwingen, weil er halt einfach nicht mehr mit ihm geplant wurde. Im Endeffekt ist er dann doch bei Leverkusen geblieben, durfte nicht gehen, aber Xabi Alonso gibt ihm jetzt eben wieder Möglichkeiten zu spielen. Er hat jetzt 2 Minuten gespielt, hat direkt ein Tor geschossen, ist halt ein perfekter Einstand, das heißt jetzt aber nicht, dass er sich wirklich durchsetzen könnte. Ich traue ihm aber auf jeden Fall zu, dass er immer wieder als Joker eingesetzt wird. Vielleicht spielt er sich ja sogar fest, je nachdem, wie eben die Formkurve zeigt. Eigentlich ist er ein super talentierter Spieler, aber mit Leverkusen hat es bisher einfach noch nicht so geklappt. Deswegen aber auch, wie gesagt, hohes Risiko, könnte sich aber sehr gut entwickeln unter Xabi Alonso. Und dann kommen wir zu den 2 Problemkindern, die unter Xabi Alonso vielleicht wirklich Probleme bekommen könnten. Und das ist einmal Patrick Schick und einmal Kerim Demirbay. Bei beiden ist es so, dass sie nicht mehr so gut performt haben. Vor allem eben Patrick Schick, der ist diese Saison, muss man wirklich so sagen, ein absoluter Chancentod. Er kriegt immer mal wieder gute Chancen von Diaby oder Hudson-Odoi oder wem auch immer serviert, lässt sie aber halt einfach liegen. Und es zieht sich wirklich wie mit einem roten Faden durch die ganze Saison. Ob jetzt in der Bundesliga, Champions League oder DFB-Pokal,
weil er hat wirklich sehr viele Chancen liegen lassen und hat auch wirklich in Soraya auch schlechte Scores. Unter Seoane durfte er trotzdem immer über die vollen 90 Minuten spielen oder zumindest überwiegend. Jetzt unter Xabi Alonso wurde er schon mal ausgewechselt und Adam Lotzek oder Schlotzek oder wie man ihn auch immer ausspricht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, durfte spielen. Auch er hat jetzt noch nicht so 100% überzeugt, aber man sieht bei Xabi Alonso, er testet aus. Vielleicht darf Lotzek auch mal eher ran als Schick. Deswegen würde ich bei ihm und eben auch bei dem hierbei erstmal Vorsicht walten lassen, mal ein paar Spieltage aussetzen, auch wenn ihr die Spieler gerne kaufen wollt, denn bei den beiden ist wirklich hohes Risiko meiner Meinung nach mit dabei. Bei dem hierbei ist es nämlich ja auch so, dass Arangis jetzt anscheinend seinen Stammplatz bekommen hat. Xabi Alonso war ja angetan von der Doppel-6. Andrich ist sowieso gesetzt, an dem kommt keiner vorbei und Arangis scheint wohl auch die Nase vorne zu haben. Deswegen auch bei dem hierbei absolute Vorsicht. Das waren dann also meine potenziellen Gewinner und Verlierer bei Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso. Freut mich, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Lass gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Es würde mich und den Kanal mega supporten. Ich gebe mir immer große Mühe, unterhaltsame Videos zu basteln, die euch auch wirklich Mehrwert bringen. Deswegen hoffe ich auch, dass das Video euch gefallen hat und euch weitergebracht hat. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und ich hinterlasse euch jetzt in der Endcard noch mein letztes Video. Da habe ich gezeigt, wie ich mein Threshold-Team gescoutet habe. Ist sicherlich auch für den einen oder anderen interessant. Wir sehen uns bestimmt gleich wieder. Ciao, ciao.